ist halt immer die Sache, ne? Also klar gibt es ein paar Sachen, die man in seinen Sprachgebrauch, ich sag mal, einintegriert. Allerdings nicht, um etwas zu kopieren. Nö. Okay, einige machen das, weil sie sonst keinen anderen Redefluss bekommen. Wo bin ich hier? Wie komme ich nach Hause? Oh, Alter, verdammt weg. Ich sollte auch mal die alten Videos dann so langsam mal löschen, ne? Ich glaube, ich habe da immer noch ein paar welche gerade, so ein paar drauf. Wo sind wir hier? Ah, ich glaube, hier haben wir schon mal abgebaut, ne? Haben wir das? Hm. Junge, mach mir keine Angst. Ja, ich glaube... Nee. Hier waren wir noch nie. Also, nee, wo wollte ich jetzt nochmal drauf hinaus? Ich weiß es nicht. Seinen eigenen Redefluss müssen manche machen, indem sie Sachen klauen. Aber es gibt auch Leute wie mich. Ich kenne auch ein paar weitere, die da so sind. Die übernehmen Sachen unbewusst. Also, wenn ich zum Beispiel... das ist beim... Also, ne? Worte fassen und so, ne? Das ist mir mal aufgefallen. Ich sag nicht mal normal wunderbar oder toll oder irgendwas. Nee, ich sag wirklich schon unterbewusst wunderbar. Nur ein bisschen besser noch. Also, ne, das war jetzt gerade schlecht, weil... Ja, ich hätte meine Stimme vielleicht vorher noch ein bisschen ölen müssen. So klingt meine Stimme nämlich ein bisschen rau. Ja, also es gibt halt Sachen, die übernimmt man wirklich nicht aus freien Stücken, sondern unterbewusst, weil das kommt einfach irgendwie, keine Ahnung, wenn man es öfter hört und irgendwie auch nicht schlecht findet, sondern auch mag und wo muss ich lang? Ich hab doch gar keinen Plan, wo ich hier bin. Oh mein Gott, mein Orientierungssinn ist für'n Arsch. Ich glaub es nicht, so was, jetzt verpiss ich mich. Denn ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Das liegt an meinem Orientierungssinn. Komm schon, helf mir doch mal auf die Sprünge. Ich brauch ein bisschen Hilfe, um nach Haus zu finden. Ich komm nicht mehr weiter sonst. Dann verirre ich mich schon wieder und ich hab Angst. Denn dann wird es dunkel und ich hab nicht ganz... jetzt bin ich raus. Aus dem Flow bin ich, aua. Yeah. Heul doch nicht, du kleiner Spaß. Dort hinten steht doch schon dein Haus. Ich sing total aggro. Ich sing total aggro, ey. Ich sing total asynchron zu der Musik, die im Hintergrund spielen tut. Tut, 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 tut. Was ich auch übernommen hab. Dieses tuten, tuten, tut. Ja. Was mache ich da? Junge, Junge, Junge. Ich hab keine Ahnung, was ich da machen tut und tut, denn ich hab doch keine Ahnung, was ich tun soll und tut und tut. Ich mache mir noch ein paar Eisenschwerter, denn Eisenschwerter sind gute. Ja, Eisenschwerter machen Spaß, Eisenschwerter können die Gegner malmen. Ach komm, schmeiß mir einfach mal hier alles rein.
Das nenne ich doch ein super aufgeräumtes Inventar. Wir brauchen aber auf jeden Fall mehr Nahrung, deswegen sollten wir gleich mal ein Feld anbauen. Irgendwo. Irgendwo muss hier ein Feld hin. Knack. Da knackt mein Hals wieder. Nur wie bauen wir es an? Wie? Und was ist hier nur los? Ich baue dir zu gerne. Nimmt mir das bitte nicht übel. Ja, wo bauen wir denn hier ein Feld? Ich glaube, wir machen da so ein Farmerhäuschen. Kein Bauernhäuschen, sondern ein Farmerhäuschen. Wir machen da hinten ein Lager. Wir machen das echt schnieke dort, ey. Das ist echt, so dass es wunderhübsch aussieht, ey. Es wird echt episch und total geil, aber wir brauchen Holz. Und Dschungelholz, ihr kennt meine Anstellung zum Dschungelholz. Passt nicht. Dann renn doch nicht in den Dschungel, du Idiotenfelder Bäume. Halsmaul. So. Upsi. Hey! Springst du da wohl hoch? Hier, guck mal. Birkenholze. Birkenholze. Das ist gut. Birke ist das doch. Ich will den hier fällen. Hoppa! Der Hoppa-Eck ist geil. Okay. Holz! Oh no, das ist Holz. Oh mein Gott, Holz, ja. Huch. Da ist noch ein Stückchen Holz, das will ich auch haben, ja. Und das will ich auch haben. Genau wie so wie das und das. Ja, guck mal, hier ist noch mehr Holz. Das nehmen wir auch mal mit. Und da auch. Denn Holz kann man ja immer gebrauchen, ey. Das war ein bisschen bayerisch in dem Norddeutschen. Zumindest glaube ich, dass es Norddeutsch war. Ich weiß nicht, in welchen Akzenten ich spreche. Geil. Aber ich kann ja auch synchronisieren. Das ist alles kein Problem für mich. Oh mein Gott. Genau deswegen habe ich ja auch den Double-Account gemacht. Wo ihr alle immer drauf gehen könnt. Und die Creepypasta gucken auch. Oh mein Gott, die Creepypasta. Creepypasta. Ah, sie. Oh mein Gott, na. No. Oh no, mamma mia, sì, oh no. Oh, scusi, mamma mia, bambina, scusi, oh, nee, oh. Was zur Hölle? Woraus besteht denn heute mein Commentary? Aus billigen Zwischenrufen und Imitationen, die völlig in die Hose gehen? Was ist hier nur los? Wunderbar. Schreibt es doch mal in die Kommentare. Ja. Du mich auch. Ah. Oh mein Gott. Wir sind gefallen. Ein Blocktief. Was zur Hölle? Alter, Scheiße. Nein. Was ist nur mit mir falsch? Oh mein Gott. Ich habe irgendwie Lust, Nutella zu essen mit ganz vielen verschiedenen exotischen Dinge. Oh mein Gott. Ich bin schon ein bisschen verrückt. Aber nur ein bisschen. Aber wie gesagt, so etwas, dann komme ich vorbei.
Dann seht ihr, wie verrückt ich bin.